الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum. Mit diesem Video widerlege ich die Horroraussagen des sogenannten Gelehrten Pierre Vogel gegen den Islam, den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und den reinen Anhängern des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Pierre Vogel und seine Freunde und nicht Ahmadiyya Muslime behaupten, dass derjenige, der den Islam verlässt, mit der Todesstrafe bestraft werden muss, gemäß Koran und der Praxis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Frage war, ich habe gehört, dass man im Islam, wenn man aus dem Islam austritt, dass man getötet wird, und im Koran selber steht, dass es keinen Zwang im Glauben gibt. Ich habe nicht das Recht, die Meinungen der großen Gelehrten, die viel mehr Wissen haben als ich, zu widerlegen. Und prinzipiell das, was ich in dieser Sache bisher gefunden habe, ist ein Konsens der Gelehrten, dass derjenige, der vom Islam abfällt, getötet wird. Und dann sehen wir auch, dass die Sahaba dies so praktiziert haben, dass derjenige, der die Religion verlassen hat, ja, dass es dafür die Todesstrafe gegeben hat. Das heißt, es gibt dafür Beweise. Weiß Pierre Vogel denn nicht, dass es keinen einzigen Vers des Korans gibt, das dieses behauptet? Aber zahlreiche Verse im Koran das Gegenteil behaupten? Weiß Pierre Vogel etwa nicht, dass der Koran besagt, dass immer die Feinde der Propheten behaupteten, die Propheten und ihre Anhänger töten zu müssen, da sie ihren alten Glauben verlassen haben? Weiß Pierre Vogel denn nicht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nie jemanden hat töten lassen wegen seinem Glaubenswechsel, jedoch nur diejenigen Abtrünnigen, die nach dem Abtrünnigwerden unschuldige Muslime umgebracht haben? Gibt es den Hadith, wo der Prophet sagt, also das Blut eines Muslims sind für drei Dinge erlaubt. Derjenige, der seine, der die Religion verlässt und Jama'a Abstand nimmt. Weiß Pierre Vogel nicht, dass es weitere Ahadith in Bukhari gibt, die dieses Hadith erklären, und zwar, dass damit jene gemeint sind, die den Islam verlassen und Krieg gegen Allah und seinen Gesandten führen. Fakt ist, es gibt den Hadith, der ganz klar sagt, man badala dinahu faqtulu, wer seine Religion ändert, den tötet. Wenn Pierre Vogel wirklich das glaubt, dann soll er sich selbst töten lassen. Denn er ist einer, der seine Religion von Christentum zum Islam gewechselt hat. Weiß Pierre Vogel denn wirklich nicht, dass die Sahabas und die rechtgeleiteten Kalifen öffentlich verkündigten, dass es keine Todesstrafe für Abtrünnige gibt, nur für diejenigen, die nach dem Abtrünnigwerden Unschuldige morden. So. Und dasselbe haben wir auch in der Bibel. Wie ist dieser Vers? Wie ist dann das zu verstehen, wenn wir den Vers sehen, wo steht, es gibt keinen Zwang im Glauben? Es gibt keinen Zwang im Glauben. Geht es nicht um Zwang in der Religion, dass er gezwungen wird? Erstmal, der Zwang in diesem Vers ist nicht in absolut gemeint, in jeder Sache. Sondern hiermit ist gemeint, Wallahu alam, dass es nicht erlaubt ist, jemanden dazu zu zwingen, der nie ein Muslim gewesen ist, den Islam anzunehmen. Aber wenn jemand vom Islam abfällt, ja, dann gibt es die Todesstrafe. Und der Vers, in Glaubensdingen gibt es keinen Zwang, ist nicht absolut gemeint, sondern nur der Eintritt im Islam ist frei, aber nicht der Austritt. Also kann man jetzt mit dem Koran alles machen. Steht im Koran, man darf kein Schweinefleisch verzehren, so könnte man sagen, das ist nicht absolut gemeint. Ja, kein gegrilltes Schweinefleisch, aber gekochtes darf ich schon. Pierre Vogel sagt, mit dem Vers ist der Eintritt gemeint, aber nicht der Austritt, denn dafür ist die Todesstrafe. Wo steht das aber in diesem Vers? Dass Pierre Vogel klar lügt, zeigen uns die Verse direkt danach. Es soll kein Zwang sein im Glauben, gewiss, Wahrheit ist nunmehr deutlich unterscheidbar von Irrtum. Wer also sich von dem Verführer nicht leiten lässt und an Allah glaubt,
der hat sicherlich eine starke Hand habe ergriffen, die kein Brechen kennt, und Allah ist allhörend, allwissend. Allah ist der Freund der Gläubigen, er führt sie aus den Finsternissen ans Licht. Die aber nicht glauben, deren Freunde sind die Verführer, die sie aus dem Licht in die Finsternisse führen. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin müssen sie bleiben. Es geht also um diejenigen, die aus den Finsternissen ans Licht kommen und die aus dem Licht in die Finsternis gehen. Beide Wege sind offen, denn Wahrheit ist nun deutlich unterscheidbar von Irrtum. Jeder kann selbst seinen Weg gehen. Allah allein wird am Ende abrechnen. Erstmal, was ist hier mit Zwang im Glauben gemeint? Weil beispielsweise für mich, ja, wenn jemand nicht betet, dann macht er eine Sünde. Ist das jetzt Zwang im Glauben? Jemand könnte das als Zwang verstehen. Ich bin dazu gezwungen, Hadsch zu machen einmal im Leben, wenn ich die Möglichkeit, oder ich bin dazu gezwungen zu fasten, weil wenn ich das nicht mache, begehe ich eine Sünde. Und wenn ich eine Sünde gehe, kann es sein, dass Allah mich bestraft. Das heißt, in dem Sinne ist das auch, könnte man das als Zwang verstehen. Also ja, aber Pierre Vogel und seine Gelehrten sind nicht Allah. Die Rechte, die der Mensch an Allah erfüllen muss, wie Gebet, Hadsch und Fasten, darüber wird Allah selbst richten. Der Mensch kann keinen selbstdenkenden Menschen zu Hadsch, Gebet und Fasten zwingen, wenn er vom Gegenteil überzeugt ist. Genauso wenig bezüglich seinen Glauben. Wenn jetzt jemand kommt, und das ist damals zur Zeit des Propheten passiert, Leute haben den Islam angenommen, ja, um ihn am nächsten Tag wieder zu verwerfen von den Juden, um damit Zweifel in der Religion zu werfen. Das heißt, hier wird nicht nur das Leben bedroht, hier wird die Religion bedroht, die das Ewige, die Ewigkeit für dich bedeuten kann. Welcher Mensch würde am Morgen den Islam annehmen, mit der Absicht, ihn am Abend zu verwerfen, wenn er weiß, dafür gibt es die Todesstrafe? Diese Tatsache beweist, dass es dafür keine Strafe gegeben hat. Die Tafsir sind sich einig, dass es zur Zeit gewesen ist, als Mekka bereits erobert wurde und die islamische Regierung Gültigkeit hatte. Inshallah werde ich das jetzt hier klären. Es ist erschreckend anzusehen, wie diese sogenannten Gelehrte bemüht sind, dem Islam mit allen Mitteln zu schaden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Eine Zeit des Unglücks wird über meine Umma kommen, in der die Menschen zu ihren Gottesgelehrten um Leitung gehen würden, aber sie würden sie wie Schweine und Affen vorfinden. Will der Muslim Pierre Vogel und seinen sogenannten Gelehrten glauben und folgen, oder doch lieber den Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Die aber glaubten und hernach ungläubig wurden, dann wieder glaubten, dann abermals ungläubig wurden und noch zunahmen im Unglauben, denen wird Allah nimmermehr vergeben, noch sie des Weges leiten. Darf ich Pierre Vogel fragen, wie jemand im Islam abermals glauben kann und abermals den Glauben verlassen kann, wenn er schon nach dem ersten Abfall getötet werden soll? Und gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten und seid auf der Hut. Kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisse, dass unserem Gesandten nur die deutliche Verkündung obliegt. Darf ich Pierre Vogel fragen, warum Allah hier nicht sagt und warnt, wer sich abkehrt, der wird umgebracht werden? Stattdessen sagt Allah, auch gegenüber den Abkehrern obliegt den Propheten nur die Verkündung. Ermahne drum, denn du bist nur ein Ermahner, du bist nicht Wächter über sie. Jene aber, der sich abkehrt und im Unglauben verharrt, ihn wird Allah mit der schwersten Strafe strafen. Zu uns ist ihre Heimkehr, alsdann obliegt uns ihre Rechenschaft. Darf ich Pierre Vogel fragen, wieso Allah hier deutlich sagt, dass man nur ermahnen soll, denn man ist kein Wächter. Und diejenigen, die den Glauben verlassen und im Unglauben verharrt bleiben, ich wiederhole den Zusatz, und im Unglauben verharrt bleiben, Allah allein obliegt die Rechenschaft über solche und Allah wird sie strafen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du in Wahrheit der Gesandte Allahs bist. Und Allah weiß, dass du in Wahrheit sein Gesandter bist. Jedoch Allah bezeugt, dass die Heuchler gewisslich Lügner sind.
Sie haben sich aus ihren Eiden ein Schild gemacht. So machen sie abwendig vom Wege Allahs. Schlimm ist wahrlich das, was sie zu tun pflegen. Dies, weil sie glaubten und hernach ungläubig wurden. So ist ein Siegel auf ihre Herzen gesetzt worden, also dass sie nicht verstehen. Und wenn du sie siehst, so gefallen dir ihre Gestalten, und wenn sie sprechen, horchst du auf ihre Rede. Sie sind, als wären sie aufgerichtete Holzklötze. Sie glauben, jeder Schrei sei wider sie. Sie sind der Feind, drum hüte dich vor ihnen. Allahs Fluch über sie, wie werden sie abgewendet. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, kommt her, der Gesandte Allahs will für euch um Verzeihung bitten. Ich wiederhole, kommt her und der Gesandte Allahs will für euch um Verzeihung bitten. Dann wenden sie ihre Köpfe zur Seite und du siehst, wie sie sich in Hochmut abkehren. Allah sagt deutlich, dass Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Abtrünnigen kennt und für diese um Verzeihung bei Allah beten mag, damit Allah die Strafe für diese Menschen, die ihnen bei Allah erwartet, abwendet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese niemals töten wollen, obwohl es jene Abtrünnige waren, die auch andere abtrünnig machten. Darf ich Pierre Vogel fragen, ob er immer noch seinen Gelehrten folgen will, anstatt Allah und seinen Gesandten? Und sie werden nicht eher aufhören, euch zu bekämpfen, als bis sie euch von eurem Glauben abtrünnig gemacht haben, wenn sie es vermögen. Wer aber unter euch von seinem Glauben abtrünnig wird und als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Taten eitel sein werden in dieser und in jener Welt. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin müssen sie bleiben. Sollte Allah hier nicht sagen, wer abtrünnig wird, soll getötet werden? Stattdessen sagt Allah, wer abtrünnig wird und als Ungläubiger stirbt. Das heißt, dass er nach dem Abfall im Glauben, im Unglauben verharrt bleibt und schließlich eines natürlichen Todes stirbt. Auch hier ist keine Strafe aus Menschenhand angekündigt. O ihr glaubt, so ihr denen, die nicht glauben, gehorcht, werden sie euch auf euren Fersen umkehren. Also werdet ihr Verlierende sein. Spätestens hier müsse Allah die Gläubige warnen und sagen, dass diejenigen mit dem Tode bestraft werden sollen. Ein Teil vom Volke der Schrift sagt, glaubet in der ersten Hälfte des Tages an das, was den Gläubigen offenbart worden ist, und leugnet es später. Vielleicht werden sie umkehren. Gemäß den Büchern der Tafsir handelt es sich hierbei um die Gesandtschaft der Christen, die Medina besuchten, am Morgen den Glauben annahmen, mit dem Hintergedanken, diesen am Abend zu leugnen, was sie dann auch taten. Gemäß anderen Tafsirs handelt es sich hierbei um Juden. In beiden Fällen sind sich die Tafsirs aber einig, dass es sich um die Zeit handelt, in der Mekka schon erobert wurde und die islamische Regierung Bestand hatte. Die Frage an Pierre Vogel: Wieso würde jemand den Islam annehmen mit der Absicht, ihn am Abend wieder zu verlassen, wenn er doch weiß, dass es dafür die Todesstrafe gibt? Das kann man nur machen, wenn man weiß, dass es dafür keine Strafe gibt. Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt, der allein ausgenommen, der gezwungen wird, indes sein Herz im Glauben Frieden findet. Jene aber, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, auf ihnen ist Allahs Zorn und ihnen wird eine strenge Strafe. Dies, weil sie das Leben hienieden dem Jenseits vorzugen und weil Allah das Volk der Ungläubigen nicht leitet. Sie sind es, auf deren Herzen und Ohren und Augen Allah ein Siegel gesetzt hat. Und sie allein sind die Achtlosen. Zweifellos sind es die im Jenseits, die Verlorene sein werden. Spätestens hier sollte Allah doch die Muslime warnen: Hört, wenn ihr den Islam verlässt, so soll man euren Kopf abhacken. Muhammad ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seine Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen. شریعت کو کامل کیا آپ نے محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے. Es gibt zahlreiche weitere Verse des Korans bezüglich diesem Thema, und in keinem wird eine Todesstrafe aus Menschenhand angekündigt.
die Pierre Vogel und seine Freunde gerne hätten.